Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Zum 49. Mal geht es um die Wahl der Miss und des Mr. Universe. Wir sind zu Gast in Birmingham in Großbritannien. Folgende Entscheidungen stehen aus. Zunächst die der Masters, dann Frauenphysik, Frauenfigurklassen und die Profis sind ganz am Ende an der Reihe. Zunächst also zu jenen Athleten, die 40 Jahre und älter sind und immer noch topfit in Form. Da ist Bernd Brause mit dabei, mit der Startnummer 5, da ist der rechts im Bild, mit der schwarzen Hose, mit dem schwarzen Outfit, mit der Nummer 14, John Citroni. Sowohl Bernd Brause als auch Citroni gehören hier zum engen Favoritenkreis und wir sehen zunächst die Pflichtposen. Hier den Doppelbizeps von Hilton und die Jury hat natürlich in dieser Runde ideale Möglichkeiten, die Athleten untereinander genauestens zu vergleichen. Es sind drei Runden. Die Runde Nummer 1, Symmetrie und Harmonie, dann das Einzelposing nach Musik, Schwerpunkt unserer Sendung und die Pflichtposen. Und da haben wir hier einen ersten Vorgeschmack. Es geht um die Muskelmasse, es geht um die Muskeldefinition, um die Qualität der einzelnen Muskelstränge, die sich natürlich möglichst gut definiert abzeichnen sollen. Eine glatte Muskulatur ist hier nicht gefragt. Es geht schließlich um den Titel Mr. Universum. Und da gibt es ja eine lange, lange Liste der Sieger der Jahre zuvor. Da war Arnold Schwarzenegger sicherlich der prominenteste insgesamt, gewann in den Jahren 68 bis 70 mit Juan Ferrero, mit dem Spanier. Begann dieser Wettbewerb einst im Jahre 1952. Wir kommen zur zweiten Runde, wir kommen zum Einzelposing und wir beginnen mit dem 40-jährigen Alvarez Bijokis. Er kommt aus Lettland, ist selbst Bodybuilding-Trainer. Seine Hobbys sind die schnellen Autos. Platz 5 sprang für ihn heraus bei den Europameisterschaften 96. Da startete er sowohl in der Masters-Klasse als auch in der Klasse 3. Man kann also sagen, ein Newcomer in dieser Altersklasse. Bei den Masters, bei jenen, die 40 Jahre und älter sind. Gefragt sind harmonische Bewegungsabläufe. Ein Muss ist die Übereinstimmung der Posen zur ausgewählten Musik. Viel Kreativität ist gefragt und sollte mit eingebracht werden. Die Gestaltung des Programmes ist völlig freigestellt. Bühne frei für Bernd Brause aus Deutschland. 44 Jahre ist er alt, trainiert seit 18 Jahren, hat ein eigenes Studio in Karlsruhe. Aber nicht nur ein exzellenter Bodybuilder, sondern auch ein Mann, der filigran auf Skiern daherkommt, ein Surfer, ein Allround-Sportler. Deutscher Meister ist er. Wurde Europameister in Vilnius, in Litauen. Und wurde Vize-Weltmeister in Athen, sowohl der EM-Titel als auch Platz 2 bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr. Der krönende Abschluss soll jetzt der 49. Mr. Universe Contest werden. 18 Jahre harte Arbeit, 18 Jahre Diät, ein ausgewähltes, ausgefeiltes Ernährungsprogramm. Genau auf die sportlichen Erfordernisse abgestimmt. Viel Eiweiß, das versteht sich von selbst. Wenig Fett, dazu die Kohlenhydrate. Bernd Brause hat sich in einer exzellenten Form hier präsentiert. Mal schauen, ob sein Traum
in Erfüllung geht. Mal sehen, ob er der Mr. Universe wird im Jahre 97. Kim Jongkok aus Australien. 43 Jahre ist er alt. Auch er trainiert schon länger als ein Jahrzehnt. 13 Jahre sind es. Auch er surft gerne. Und zum Ausgleich geht er fischen. Sucht die Ruhe, sucht die Einsamkeit. Mr. South Australia, 94, 96, 97. Und einen Titel hat er schon gewonnen. Er ist Mr. Australasia bei den Masters 1997 in diesem Jahr. Und auch er würde natürlich nur allzu gern die Saison krönen mit dem Titel Mr. Universe. Eine sehr gut definierte Muskulatur. Es soll ja hier keine Qualitätsunterschiede geben. Vom Oberkörper zu den Oberschenkeln. Bauchmuskulatur. Bizeps, Trizeps, Latissimus. Und nach dem Aussie ein weiterer Mann aus dem Kontinent Down Under. Don Mahoney. Ein Mann, der auf die 50 zugeht, 48 Jahre und noch immer mit einem faszinierenden Körperrelief. Und er begann bereits im 18. Lebensjahr mit dem Krafttraining. Später dann das sehr gezielte Bodybuilding. Auch er hat ein eigenes Fitnessstudio, züchtet Pferde und liebt es, klassische Oldtimer fortzubewegen. Er war viermal Mr. Australia, viermal Mr. Australasia und dazu der WM-Titel im Jahre 95. Das war das bisherige Highlight. Die Masters-Klasse ist erstklassig besetzt. Die Konkurrenz extrem stark. Don Mahoney. Und jetzt kommt der vermeintliche Top-Favorit, John Citroni. Er hat ein Heimspiel, der Brite. 54 Jahre ist er alt, der älteste Mann im Wettbewerb. Ein Geschäftsmann, ein Mann, der Autorennen liebt, Mr. Großbritannien, Mr. Europe, Mr. World, Mr. Universe, all das war er schon. Ein Stück Bodybuilding-Geschichte, jetzt bei der 1,5 Minuten langen Kür. Er möchte nur allzu gern ein weiteres Kapitel schreiben. Und dafür hat er noch einmal viel, viel Zeit geopfert. Fast die gesamte Freizeit, die ihm zur Verfügung steht. Und er ist erneut auf den Punkt topfit. John Citroni, man mag es kaum glauben, 54 Jahre. Ich glaube, auch als 60-Jähriger wird er sich noch der Konkurrenz stellen. Warum auch nicht? Bodybuilding, ein Sport, den man bis ins hohe Alter ausüben kann. Ein Franzose wird den Wettbewerb abschließen. Jean-François Lacroix, 45 Jahre alt. Tiefseetauchen ist sein Hobby, wenn er Zeit dazu findet. War dreimal französischer Meister, belegte Platz 3 bei den Europameisterschaften und wurde 96 bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart Zweiter. We'll be right back.
viel Muskelmasse, nicht so definiert wie zuvor bei John Citroni. Aber auch der Vizeweltmeister von Stuttgart mit einem sehr gelungenen Kürvertrag, sein Einzelposing aller Ehren wert. Die drei Runden sind ja gleichgewichtet. Runde 1 mit den vier Grundansichten, Runde 2 mit dem Einzelposing und Runde 3 mit den Pflichtposen. Da sahen wir ja schon ein paar Szenen gleich zu Beginn. Das Postdown und vielleicht noch einmal das Publikum hier auf seine Seite zu bringen, und wenn die Juroren sich jetzt noch nicht hundertprozentig ihr Bild gemacht haben, dann haben sie jetzt noch einmal die Gelegenheit, vielleicht die beiden Top-Favoriten, die im ganz engen Favoritenkreis sind, um den Titel miteinander zu vergleichen. Die Entscheidung ist gefallen zugunsten von John Citroni. Der älteste Mann war der Beste. Erneut wird er Mr. Universe. Bernd Brause auf dem zweiten Platz. Glückwunsch an ihn. Kim Jungkook auf Platz 3 und Jean-François Lacroix, der sympathische Mann aus Frankreich, belegt Rang 4. Dies war die erste Entscheidung. Und gleich geht es weiter mit der Frauenphysik Klasse 2. Zuvor eine kurze Werbepause. Bis gleich.